Leute, Spoiler Alert, stopp. Bevor ihr euch dieses Behind the Scenes anschaut, geht's in die ARD Mediathek und schaut euch die ganze Folge an. Ist, wie spät ist es? 8 Uhr? 20. 8.20 Uhr. Das ist ja super Zeit. Um 8.20 Uhr geht die Fahrt los. Wir haben heute den ersten Drehtag von Ich will zum ESC. IWZ-ESC. Und wir schauen uns heute die Kandidatinnen an und entscheiden uns für 10. 5 pro Nase. 5 kommen zum Ray ins Team. Und 5 kommen in das Team, in dem sich die Gewinnerin oder der Gewinner des Eurovision Song Contest 2024 in Malmö befindet. In meinem. Wir sind schon am Set von IWZESC. Ich will zum ESC. Wie gefällt's dir? Mir gefällt's sehr gut, danke der Nachfrage. Die Stimmung ist tiptop, die Talente sind motiviert, vorfreudig. Nein! Oder ist nein, das nicht geil? Bin das wirklich ich? So derjenige kann zu meinem Team kommen, ist trotzdem aber in dein Team. Also der Konflikt ist schon... Ha, ey, du bist doch... It doesn't just happen, Leute. Das ist durchgedacht. Mit Wasser und gewaschen. Ich liebe den Song Contest. Und mache mir jedes Jahr wichtig in irgendeiner Form. Und heuer ist es ziemlich geil. Also potenziell eine Kandidatin, einen Kandidat im deutschen Vorentscheid zu haben und potenziell diese Person dann zum Eurovision Song Contest zu schicken und potenziell in meinem Jubiläumsjahr vielleicht nur mal zu gewinnen, ohne dass ich dabei bin. Ich meine, ich gewinne dann nicht, das ist mir schon klar, aber I had my fingers in the game, you know? Und das wäre meine Vision. Mal schauen, how well that's gonna age. This video message. Ich bin so ready for the talents. Yeah. So ready for the talents. Bei Anne, die habe ich schon in der Maske gesehen und dann habe ich Hallo gesagt und sie so. Ja.
Ich habe sie ein bisschen über dich erzählt. Aber die Anne hat so diese extra Vibes. Wir werden euch heute alle einzeln hören dürfen und nach eurer Performance entscheiden wir dann, ob ihr mit uns mitkommt oder eben nicht. Bei dieser Show Conchita dabei zu haben, ist die absolute Hochwertigkeit, die wir uns nur wünschen können. Und ich bin auch dabei. Ich muss ein bisschen kämpfen, glaube ich. Nein, das mache ich gerne. Das mache ich aber gerne. Sollen wir jetzt irgendwie so unsere Puls zurück? Ja, sollen wir anfangen? Yes, let's go! Meine Lieben, das war nur ein Sneak Peek. Und wenn ihr die gesamte Behind-the-Scenes-Extravaganza zu Ich will zum ESC sehen wollt, dann geht's einfach auf wursttv.com. Einfach mal ab sein. 14 days for free and then we charge you a little bit